und herzlich willkommen wieder bei der Kräuterhexe. Ich bin Bloggerin und ich poste meine Beiträge auf der Schnur1.com. Die im Handel üblichen Kosmetikprodukte beinhalten alle relativ viel chemische Zusatzstoffe, von denen wir nicht wissen, wie sie langfristig auf uns wirken. Dennoch ist die Basis für eine gesunde und schöne Haut eine richtige Gesichtspflege. Aus diesem Grund habe ich mich dafür entschieden, auf die Tradition des Öls zurückzugreifen. Heute zeige ich euch, wie man eine Gesichtsreinigung auf Ölbasis selber herstellt. Das sind die Zutaten. Und nun geht es zu der Zutatenliste für eine Gesichtsreinigung für normale bis Mischhaut für 50 ml. Dazu benötigt ihr 40 ml Kokosöl oder ein anderes Trägeröl, 10 ml Rizinusöl, einen halben Teelöffel Vitamin E, 2 Tropfen Lavendelöl und natürlich eine Aufbewahrungsflasche. Wenn ihr nicht wie ein Kokoskuchen riechen wollt, nehmt ihr ein anderes Trägeröl, zum Beispiel Olivenöl oder Aprikosenkernöl. Dann benötigt ihr Rizinusöl, das pflegt die Haut besonders gut. Damit die Sache ein wenig haltbarer wird, kommt das Vitamin E dazu. Das ist notwendig, damit ihr es länger verwenden könnt. Und last but not least, 2 Tropfen vom Lavendelöl. Nun zur Zubereitung. Ja, relativ simpel. Ihr startet mit dem Trägeröl und füllt dieses in die Flasche über einen Trichter ein. Anschließend das Rizinusöl dazu, das ich vorher abgewogen habe. Halbe Teelöffel des Vitamin E. Und 2 Tropfen ätherisches Lavendelöl. So, und fertig sind wir. Das Gesichtsöl ist nun 6 Monate lang haltbar. Zur Anwendung: einfach das Öl aufs Gesicht auftragen, einmassieren ein wenig und mit einem sehr warmen Waschlappen bzw. Handtuch abwaschen. Ja, das war das Ganze wieder. Auf der Schnur1.com im Link unter diesem E-Mail findet ihr dann auch andere Rezepte zu trockener Haut bzw. zu sehr fettiger Haut. Liest einfach nach. Viel Spaß beim Nachmachen! Und bis zum nächsten Mal. Eure Kräuterhexe.